herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute eine Maske für euch von Isana. Das ist einmal diese Maske. Na komm. So, einmal diese. Die war in ein 12-Schwander-Paket mit drin gewesen. Da bin ich ja mit drin bei den lieben Mädels. Und da hatte ich mir die rausgenommen. Von Isana mit Hyaluron 24 Stunden Hydro Intensiv Effekt. Anwendung: Nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig auf das Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Augen- und Mundpartie aussparen. Nach 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit das überschüssige Produkt einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch ab. Machen regelmäßig ein bis zweimal wöchentlich anwenden. Hier sind 8 Gramm in 1 drin und zusammen sind 16 Milliliter. 8 Gramm. Komme ich auf Gramm schon wieder? 8 Milliliter und 2 haben 16. So rum. Ich zeige sie euch nochmal einzeln. Das ist einmal die und einmal die hier. Hinten steht das auch nochmal drauf. Ja, genau. Und die werden wir heute ins Gesicht schmieren. Gesicht schmieren, das klingt immer so komisch. Aber die werden wir uns jetzt auf das Gesicht machen. Ich hole nochmal ganz kurz eine Schere, um das hier zu öffnen. So, jetzt habe ich meine Schere geholt. Muss mal wieder rüber ins Bild. So. Schneiden wir auf. Ich hole euch mal ein bisschen näher. So, bleib stehen, genau. So, jetzt haben wir die aufgemacht. Riecht die auch? Ja, die hat einen leichten Duft, hat sie auf jeden Fall. Die werden wir jetzt so ein bisschen uns ein bisschen drauf schmieren. Seht ihr, ist weiß. Ja, also riechen tut sie, ne? Oh, ich komme nicht auf diesen Duft. Das ist eigentlich so ein normaler, schlichter Duft eigentlich. Aber wenn man auf diesen... Kann das ein Bodylotion sein, die so riechen manchmal? Könnte es sein. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Hat so einen angenehmen Duft. Ist nicht so ein Pelikrantenduft. Schön angenehm. Jo. Da werden wir jetzt alles aus der Tube rausholen. Die Nase natürlich nicht vergessen. Haben wir noch was drin? Bestimmt. Da ist so viel drin. So. Die sind alle. Das werden wir jetzt hier drauf schmieren. Meine Haut braucht das sogar gerade viel Feuchtigkeit. Hier ist ein Haar. Weg mit dir. So. Jetzt noch ein bisschen den Kinn hier unten. Das Restliche noch hier im Hals einschmieren. Steht ja auch da, Hals und Dekolleté. Jo, da werden wir Haare weg. Auf jeden Fall nicht in die Haare schmieren. Gucke ich nochmal, ob noch was drin ist. Ja, noch ein bisschen ist noch was drin. Das holen wir uns jetzt noch raus und schmieren das jetzt noch schön hier unten drauf. Ja, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, das tut mir leid. Aber in der Mietswohnung, da hört man manchmal jeden Mist von oben drüber. Kann ich leider nichts tun oder machen. So. Das ist jetzt die schöne Maske. Das andere mache ich immer auf die Hände schön mit drauf.
Kann man ja mit dem Kosmetiktuch abwischen, steht der da. Oder wenn es eingezogen ist, einfach so lassen. Ist eigentlich was wie eine Creme, finde ich, sowas. Die Hydro... Was ist das? Mit Hydrogon... Hyaluron. Hydro-Intensiv-Effekt. Ja, ich finde die einfach so wie schön wie eine Creme. Die ziehen ja auch richtig schön ins Gesicht ein. Ich finde, die kühlt. So ganz leicht kühlt die. Ich gerade jetzt hier so am Hals kühlt die. Mehr so am Hals. So langsam hier und hier. Aber brennen? Nö. Nix. Nee, nix. Also brennt tut's nicht. Es fängt an zu kühlen auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, jetzt warten wir mal 10 bis 15 Minuten. Mal gucken, wie viel eingezogen ist. Und meine Nase. Meine Nase. So, das haben wir jetzt noch drüber gemacht. Ja, alles weg. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der die auch getestet hat. Ich glaube, die war in Adventskalender drin. Bei Isana. Ich glaube, ja, die hatte ich gesehen. Wo ich die ausgepackt habe, da habe ich geguckt, was da drin war. Genau, von Isana war die, von Rossmann. Der Kalender von Rossmann war das. War das nicht so ein Pinker? Adventskalender? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das glaube ich ein Pinker. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr genau. Schon ein bisschen her. Wir haben ja jetzt schon. Jetzt haben wir Juni. Genau, Anfang Juni haben wir jetzt. Warte mal, welche haben wir denn heute? Ich glaube, heute ist Freitag. Der 3., genau, heute ist der 3. Juni, also 3.6. ist heute, genau. Ja, schönes langes Wochenende. Montag ist ja auch frei, da sind ja Pfingsten, ja, genau, Pfingsten. Jo. Schönes langes Wochenende, entspannen. Genau, wir gehen ja am 4. und 5. zur Toccolino-Show bei uns. Also zur Toccolino. Es wird bei uns draußen alles aufgebaut, schön. Am Augustusplatz. Genau. Und da kann man richtig, richtig schön. Also wir waren, warte mal, war das letztes? Nee, vorletztes oder vor 3 Jahren? Vor 2 oder vor 3 Jahren waren wir auch dort gewesen. Und da konnte man wie Abus malen. Da hat man Trinken gratis bekommen, weil es so warm war. Dann konnten wir auf die Switch spielen. Switch, nee, Nintendo Switch, genau, mit diesen breiten Dingern da spielen. Kostenlos, man konnte eine Tasse kostenlos hat man gekriegt. Man konnte, ist eigentlich alles kostenlos gewesen. Ja, Karussell war da, so ein kleines rundes, was sich immer so im Kreis rumdreht. Dann war so eine, wo man sich draufsetzen kann und das sich dann so richtig wackelt und man muss sich drauf behalten, also nicht runterfallen. Was hatten die denn da noch? Genau, da kam ja auch dann noch von Paw Patrol, von Pepper Woods kam da noch. Die haben sich so verkleidet, da kann man sich ein Foto machen mit denen oder ein Autogramm holen. Man hat da eigentlich so viel gratis gekriegt und so viel bekommen. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Weiß ich ja nicht, ob das so das Gleiche ist. Da kam auch so eine Bühne. Da kann man auch auf so ein Gewinnspiel mitmachen. Da wird ausgelost auf der Bühne. Und man kann da was gewinnen. Genau, für Kinder.
Das fand ich schön. Da kam auch Musik und haben auch Kinder haben die Kinder, die da draußen standen, die konnten manche mit hochgehen und da konnten die so wie Spiele machen. So, ja, eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft. Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ja, dann hat man noch von Togolino die Autogramme gekriegt letztes Mal. Die waren ja auch da gewesen, haben die Autogramme verteilt, die von Togolino, die das auch machen, auch im Fernseher und so alles zeigen. Die waren auch da gewesen. Die hat man so viele Autogramme dann gekriegt, da sind die rumgelaufen, konntest man Autogramme von jedem holen. Da gab es ja einmal, der eine Junge ist da immer und das eine Mädchen, glaube ich. Ja, von denen habe ich auch das Autogramm, die auch im Fernseher kommen immer, ich weiß nicht, wie die genau heißen, die Programme das machen von Toku, von Super RTL, genau. Da sind die manchmal auch mit dabei, von Super RTL. Ja, das ist ganz interessant. Die kommen ja auch überall, sind die. Die sind in, weiß ich nicht, überall. Die kommen überall einfach mal hin. Man kann auch im Internet googeln, wo die dann, welchen Tagen die da sind und alles. Ja, da kann man gucken im Internet. Einfach Togolino eingeben und ja, genau. Togolino. Wie heißt das? Togolino? Show oder irgendwas muss man, glaube ich, damit eintragen. Oder nur Togolino. Ja, bei uns sind auch draußen solche Plakate aufgelegt und dass sie ab dieser Zeit und alles ist. Und heute am Freitag wird ja gerade jetzt schon alles schön aufgebaut. Ja, und am Samstag geht's los. Wir freuen uns schon. Ich hoffe, wir haben schönes Wetter. Ich hoffe, es regnet nicht. Weil sonst wird alles abgesagt, bestimmt. Weil alles, was an der Togolino ist, ist ja auch nicht überdeckt alles. Das sind nur Kleinigkeiten wie beim Malen, dass nicht so viel Wind kommt, abgedeckt so ein bisschen. Das, wo man die Tasse anmalen kann von der Togolino-Show. Genau. Das ist so ein bisschen untergedeckt, aber das meiste eigentlich nicht. Die sind alle so frei. Oder haben nur so einen Sonnenschirm stehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch ein Video da drehen kann. Da muss ich wirklich schauen, wie voll das ist. Weil es ist stocke voll letztes Mal gewesen. Also, ja. Muss man gucken. Aber ich glaube, das wird, glaube ich, nichts mit dem Video, weil das so voll ist. Ich schaue mal. Ich kann mal schauen und vielleicht solche ganz kleinen Abschnitte so machen, so ein kleines Video und dann wieder Pause und wieder Neues. Ja. Genau. Oh. War interessant gewesen, wirklich. Sehr interessant und spannend. Ja. Aber das Blöde ist immer, wenn man Pepper Woods oder Paw Patrol sehen möchte, da muss man sich ja in so eine große Schlange anstellen. Und naja, man kommt nicht immer dran. Das ist das Schade daran. Muss man immer warten bis zum nächsten Tag auf der Uhrzeit. Da muss man schon vorher drüben stehen an diesem Stand, dass man auch wirklich dann drankommt in der Uhrzeit. Ja. Oh, der ganze Augustusplatz war stockevoll gewesen letztes Mal. Man musste wirklich sein Kind in der Hände halten, dass man wirklich irgendwo hin konnte. Ach genau, da gab es ja auch noch dieses Lego zum selber bauen. Also da war so ein kleines, großes Lego, so eine, ja, so überdeckt gewesen. Und dann lagen ganz viele Lego-Steine, da kann man bauen, konnte man da. Genau, dann gab es noch Bobbycar, die kleinen für die Kinder Bobbycar zum Fahren. Oder da war ein Zug mit dabei gewesen, so aufgebaut, so. Und da konnte man fahren.
Also für Kinder ist es sehr schön gewesen. Also richtig toll. Auch viel Spaß gehabt haben die Kinder. Also man kann auch kleine bis größere Kinder hin. Die lieben es. Genau. Also es hat jetzt nichts mit der Maske zu tun, aber es hat mich so mal ein bisschen gequatscht, so ein bisschen, bis die Maske 10 bis 15 Minuten eingewirkt ist. Ja. Ein bisschen quatschen kann man ja auch mal. Genau. Schaut einfach ins Internet hinein und die sagen ja meistens dann immer, wo es gerade ist. Genau. Es ist interessant, gerade für Kinder. Also wenn man nur Erwachsene ist, da, naja, es ist nicht so extrem. So, meine Lieben, jetzt werden wir die Maske abnehmen. Es sind jetzt 10 bis 15 Minuten vergangen. Wir haben schon eine Weile ein bisschen gequatschelt. Ja, und jetzt werden wir die abnehmen. Aber die tut so gut, die kühlt. Ich würde die gar nicht abnehmen eigentlich. Die fängt schön. Oh, Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber nee, seht ihr nicht. Ich habe voll die Gänsehaut, weil die so schön kühlt im Gesicht. Ich lasse die, glaube ich, noch ein bisschen drauf. Oh, die entspannt gerade so extrem die Maske. Gerade die am meisten so schön kühlen, oh, die ziehen wirklich richtig schön ein im Gesicht, wenn die so schön kühlen. Da möchte ich die überhaupt gar nicht abnehmen. Die hat so einen schönen Kühleffekt gerade. Gerade zum Schluss, da fängt es an. Buh, buh, buh. Da wird mir frisch, aber. Ja. Hammer, hammer geil, die Maske. Oh, ich will die nicht abmachen. Genau. Also, die ist sowas von gut, die Maske. Ich werde mir jetzt dieses Jahr, also dieses Jahr in, ich weiß gar nicht, wann die Adventskalender rauskommen, August, September, Oktober, Oktober glaube ich, September, Oktober glaube ich irgendwann, da kommen ja die ganzen Adventskalender raus und da werde ich mir den auf jeden Fall von DM wiederholen, von Isana, dann noch den von Action werde ich mir auf jeden Fall holen. Und noch wieder den, den ich auch hatte von. Warte mal, was war denn das für einen? Ach, den dort mit den Schiebekästen zum Rausziehen. Da hatte der drei gehabt. Drei zum Rausziehen. Der war richtig gut gewesen. Ja, ich hatte letztes Jahr nicht so viel geholt, weil. Ja, muss auch Weihnachtsgeschenke noch geholt werden. Ich lege ja jetzt immer schon ein bisschen was zur Seite und hole jetzt schon immer so Kleinigkeiten langsam. Ab Juni haben wir jetzt August, September, Oktober, November, Dezember. Also ab August gehe ich dann schon langsam in die Läden. August, Oktober. Oktober, November, nee. August, September, nee. August, Mensch, jetzt so. August gehe ich dann in den Läden und gehe schon mal etwas für Weihnachten oder für Nikolaus schon mal holen. Ja, gehe ich dann sowas schon mal so ein bisschen holen. Auch zum Geburtstag und so für meinen Sohn. Weil der hat dann auch wieder im Januar Geburtstag. Deswegen hole ich dann alles so jetzt dann gleich schon, also im August so schon ein bisschen immer Kleinigkeiten. Oder die größeren Geschenke dann schon langsam. Genau. Dass es da nicht alles immer vor Weihnachten ist. Ich mag das nicht, wenn alles vor Weihnachten ist. Also im Dezember komplett alles holen, 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 holen. Das mag ich nicht. Also das werde ich auch nicht machen. Das kann ich gar nicht. Ja. Und. Ich sehe auch nicht ein, warum soll ich alles im Dezember holen, gerade dann, wenn die Läden am 5.
vollsten sind. Und jetzt sind ja auch schon manchmal vieles im Angebot oder runtergesetzt, also in der Werbung schon auch und runtergesetzt. Und ja, man kann auch jetzt schon manchmal auch schon sparen. Man kann auch bestellen und reingucken, wenn es im Angebot ist oder wenn man einen Gutschein hat oder so einen Coupon hat oder so, weil man das im Internet findet, die Gutscheine, wo man das dann eingeben kann. Ja, und wenn ich einen schönen finde oder irgendwas habe, wo ich auch ein paar Prozente drauf kriege, dass es auch runtergesetzt ist, dann schlage ich natürlich zu. Da komme ich manchmal genauso auf die gleichen Preise, wenn Black Friday ist, komme ich manchmal auf die gleichen Preis wie dann auch. Habe ich auch schon mal verglichen und da komme ich, wenn man die Preise ordentlich im Auge behält und auch guckt, wenn man weiß, okay, das will er haben unbedingt und dies und jenes möchte er, dann weiß ich, okay, ich gucke dann schon mal rein, weil teure Geschenke gibt es nur zu Weihnachten, das weiß er. Kleinigkeiten ist kein Problem, kann er zwischendurch immer mal kriegen, sage ich auch nichts dazu. Aber größere Geschenke gibt es zum Geburtstag oder zu Weihnachten, sehe ich das so. Also ist meine Meinung. Zum Geburtstag und Weihnachten sehe ich das ein, aber zum Nikolaus oder zum Kindertag oder zwischendurch mal, wenn man was Kleines möchte oder das ihm gefällt, dann sehe ich das ein, okay, dann sage ich, okay, hier kannst du bekommen. Aber wenn sowas wie Teures ist, dann weiß ich, okay, das möchte er vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten haben, dann warte ich, bis es im Angebot ist und dann kaufe ich es. Ja. Letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Er wollte ja von Lego City diese Züge haben, diese großen zum selber bauen, die nur zum Bauen sind, mit Fernbedienung. Und das hat er zu Weihnachten bekommen. Ja. Ich habe da die Angebote verglichen, alles drum und dran. Im August, September hatte ich das dann so langsam geholt. Hatte es aber auch schon aufgebaut, schon das, um zu gucken, ob es auch ganz ist. Wenn man schon eher holt, muss man auch gucken, ob es wirklich auch ganz ist. Ist ja klar. Genau. Habe ich geguckt, alles in Ordnung gewesen. Dann habe ich das auch schon ordentlich weggeräumt. Ja. Oder schon eingepackt, so ein Geschenkpapier, dass es nicht so sieht. Und dann im Schrank hochgelegt. Ja. Ich kaufe auch manchmal zwischendurch so Kleinigkeiten. Und wenn er mal so eine kleine Belohnung verdient hat, dann kriegt er das auch ab und zu mal. Ja. Genau. Und das werde ich ab August auch wieder machen. Jeden Monat hole ich so eine Kleinigkeit oder sage, okay, ich lege das weg, das Geld. Und dann hole ich im Oktober halt eine größere Kleinigkeit. Also eine größere Sache dann, was ein bisschen mehr Geld kostet. Ja, so mache ich das. Mache ich immer. Auch meinen Adventskalender für den Kleinen hole ich jetzt schon nach und nach. Hole ich ab Januar, hole ich bis zum Dezember immer so Kleinigkeiten, so 2 Kleinigkeiten an Januar, 2 im Februar Kleinigkeiten oder mal eine größere Kleinigkeit zum Nikolaus. So immer zwischendurch immer mal was. Ja, außer die Süßigkeiten, die hole ich danach natürlich im November oder im Dezember dann, wenn es soweit ist. Kurz davor. Süßigkeiten kann man ja immer holen. Die sind auch ab und zu in der Werbung. Und Süßigkeiten halten sich lange, oder nicht? Ja. Ich rede jetzt schon im Juni dafür, aber es ist schon eigentlich schon bald. Es ist nicht mehr lange. Die Zeit, die rast sowas von schnell, das geht gar nicht. Ja. Ich rede schon gar nicht mehr über die Maske, weil die so schön kühlt. Ja. Das werde ich immer so machen, finde ich. Gerade wenn man auch viele Kinder hat, vielleicht 3 Kinder hat oder so, dann lohnt sich das doch mehr, eher anzufangen, statt dann alles dann im letzten Drucker dann im Dezember zu holen und jeden Pfennig einzeln umdrehen zu wollen müssen, finde ich. So hat man Kleinigkeiten, was man jeden Monat immer so holen kann. Oder man sagt, okay, ich lege das zur Seite so bis 2, 3 Monate und dann hole ich das größere Geschenk.
dafür. So sehe ich das. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt oder ob ihr alles nur dann, erst wenn es soweit ist, aber ich mag das nicht, wenn die Läden stocke voll sind. Also November, Dezember, da sind die Läden voll. Da kann man sich nicht einmal mehr umdrehen richtig mehr. Dass man mehr rauskommt. Gerade mit Kindern, ich muss ja immer mit meinem Sohn hinlaufen oder dorthin gehen. Weil alleine kann ich ja nicht, ich bin ja auch noch dann nicht da und dann muss ich meinen Sohn holen und dann können wir das erst tun. Ja. Und so, und ich sage auch immer zu meinem Sohn, ich hole immer schon Kleinigkeiten was. Und wenn es einfach mal so ist oder du hast mal sehr gut gehört oder irgendwas war und du hast das gemacht, was wir auch gesagt haben und so alles oder mal gehört hast richtig lange, ja, dann kann man auch die Kleinigkeiten bekommen. Sehe ich so. Auch wenn er dabei ist, er kann das ruhig sehen. Die vergessen das, die Kinder. Ich habe was von Paw Patrol geholt. Hier diese Katze da. Diese von dem Motorradgang. Hat er zum Kindertag bekommen. Und das hatten wir schon auch schon eine längere Zeit geholt. Da waren wir mit ihnen im My Toys gewesen. Genau, und da konnte der sich ein bisschen was raussuchen. Der hat auch eine Kleinigkeit bekommen, ist ja klar. Aber wir haben ein bisschen ihn raussuchen lassen und das haben wir dann einfach zur Seite gelegt. Und dann hat er sich mega darüber gefreut. Ja, man muss nicht immer alles den Kindern sofort geben. Es war eine Kleinigkeit, holt, ist ja klar. Das war, wenn er sich was rausgesucht hat und alles drum und dran und gut gelaufen ist, dann kann man das auch tun. Also machen. Ja. Genau. Also ich werde jetzt die Maske jetzt abnehmen. Genau, mit euch zusammen. Ich höre mal auf zu quatschen. Ich bin fast bei 30 Minuten. Jetzt nehmen wir die Maske ab. So, ich lasse noch ein bisschen was drauf. So. So, oh, da ist noch so viel drauf. Und ja, genau. Die Maske. Die ist sowas von gut. Die hat nur so viel Zeug drauf. Aber irgendwann braucht man die Haut so viel Feuchtigkeit, dass sie wieder mehr atmen kann, finde ich. Meine Haut, die war sowas von trocken gewesen. Auch wo ich die jeden Tag eincreme. Ich die jeden Tag früh meine Tagescreme, abends mache ich das Serum drauf, das ölige Serum schön drauf, das nach Kaugummi riecht. Ach, das ist sowas von gut. Ja, das hatte ich in der Glossybox drin gehabt, ja, wie ich bestellt hatte. Da war das mit drinnen und das ist sowas von gut riecht. Oh, das nach diesen leckeren, kennt ihr noch diese weißen Kaugummis, wo man das aus der Folie raus und dann in den Mund so steckt und das, oh, das riecht, das ist so wie, wie Pfefferminz, nicht Pfefferminz, aber auch so ähnlich wie Pfefferminz, so die weißen Kaugummis, die so mit dieser schwarzen Schrift und dann so weiß gewesen waren. Ich glaube, die kann man ja immer noch kaufen. Da gibt es die ja noch in Gelb, in Grün. Gibt es die ja noch. Also wenn ich die mal im Laden sehe, dann kaufe ich die mal und dann zeige ich sie euch mal. Die ich meine wirklich. Die haargenau so riechen. Aber noch intensiver als dieser Geruch. Boah, geil. Also wenn ich jetzt so eine Maske drauf mache, die so sehr Feuchtigkeit ist und wie eine Creme ist, da mache ich natürlich kein Serum drauf. Aber ich mache das ja nicht jeden Tag, eine Maske abends drauf. Ja, manchmal mache ich es auch tagsüber, wenn ich mal Zeit habe oder so. Aber jetzt drehe ich ja meistens jetzt immer so abends. So, meine Lieben, also die Maske ist jetzt schön angezogen, jetzt schon leicht. Und die hier, wenn ihr die wirklich in Adventskalender oder auch irgendwo mal so ähnlich so wie in Laden seht bei Rossmann, dann kauft sie euch gerne nach. Genau, ist wirklich sehr gut. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. So, genau. Also die Masken sind gut.
Und ich werde jetzt sagen, tschüssi, bis zum nächsten Maskenvideo, sage ich lieber. Und tschüssi, meine Lieben. Habt noch einen wunderschönen Abend.